Der Schweriner Zoo bekam Nachwuchs. Ein Weißnacken-Kranichpaar bekam pünktlich zu Ostern 2 Küken. Mittlerweile sind sie 3,5 Monate alt. Die erfolgreiche Zucht war ein echter Glücksfall. Wir freuen uns ganz doll, weil wir jetzt nämlich Premiere haben mit diesem Paar. Ein Weißnackenkranichpaar, was wir aus dem Zoo Zürich bekommen haben, erst letztes Jahr. Und im Zoo Zürich hat es eine ganze Weile nicht geklappt, weil die dort auch in einer Anlage waren mit verschiedenen anderen Tierarten noch und haben sich anscheinend ein bisschen gestört gefühlt. Und jetzt, nachdem die auf diese wunderschöne Schweriner Teichanlage umgezogen sind, was ja wirklich perfekt als Gehege dient, naturnah, ruhig, auch so ein bisschen ab von den Besuchern, hat es dann mit der Nachzucht auch sofort geklappt. Die Erhaltung von bedrohten Tierarten ist für den Zoo Schwerin sehr wichtig. Gerade die Weißnackenkraniche sind aufgrund der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes als gefährdet eingestuft. Im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogramms engagiert sich der Schweriner Zoo in Zusammenarbeit mit 19 Partnerzoos in ganz Europa für den Erhalt der Artenvielfalt. Wir hier im Schweriner Zoo sind natürlich ganz bemüht, uns da auch einzusetzen in jeglicher Form für bedrohte Arten und möchten auch an ganz vielen Erhaltungszuchtprogrammen teilnehmen. Und in dem Fall managen wir das Zuchtbuch sogar. Also wir haben einige Zuchtbücher in diesem Erhaltungszuchtprogramm der Europäischen Zoo-Assoziation, die wir auch aktiv managen und so auch bei diesem Weißnackenkranich. Da manage ich in dem Fall das Zuchtbuch und organisiere im Prinzip dann jetzt auch dort, wo unsere Kraniche jetzt auch hingehen. Wenn die Küken alt genug sind, werden sie innerhalb des Programms an andere Zoos vermittelt. Das ist notwendig, um die Zucht der bedrohten Tierart weiter voranzutreiben.